Mein Name ist Philipp Büttner, ich bin Schornsteinfeger, 36 Jahre alt, wohne in Kirchhain am Freibad und ich kandidiere als Stadtverordneter für die SPD. Warum trittst du bei dieser Wahl an? Weil ich einfach der Meinung bin, dass Familien bei uns im Stadtparlament besser vertreten werden sollten. Also wenn man sich Kirchhain als Wohnstadt und Familienstadt anguckt und schaut dann in das aktuelle Parlament, stellt man relativ schnell fest, dass der typische Familienvater mit 2, 3 kleinen Kindern oder die Mutter relativ stark unterrepräsentiert ist. Und das wollte ich einfach ändern. Warum trittst du gerade für die Liste der SPD an? Weil die SPD nach meinem Verständnis und auch nach Selbstverständnis für die Partei für, ich sag mal, Unter- bis Mittelschicht ist, arbeitende Bevölkerung, die Familien vertreten soll und auch zum Zeitpunkt meines Eintritts vor 4 Jahren ein Verjüngungsprozess eingeleitet wurde, der mich bis heute überzeugt hat. Und da wollte ich einfach mal die Probe aufs Exempel machen und gucken, ob man das auch hier in Kirchhain ernst nimmt. Und da bin ich bisher nicht enttäuscht worden. Ich kann mitreden, ich kann auch ein bisschen mitentscheiden schon. Und ich sag mal, mein Listenplatz 8 ist ja jetzt kein Alibi-Platz, den man irgendjemandem gibt, den man einfach auf der Liste irgendwo verstecken will für die Statistik, sondern man kann ja schon davon ausgehen, dass man es dann mit mir ernst meint und dass ich es auch ernst meine. Wodurch zeichnet sich für dich Kirchhain besonders aus? Ja, wie eben bereits gesagt, vor allem die Stadt für Familien zum Wohnen. Ich kann hier die Kinder vom 9. Monat an betreuen lassen. Bis zum Abitur können die hier in die Schulen gehen, in Bahnhof. Als Stadt zum Einkaufen mit einer großen Fußgängerzone. Da besteht Bedarf, vielleicht mal das ein oder andere wieder zu reaktivieren. Ansonsten schöne Wohngebiete. Ich persönlich habe hier Großteil meiner Familie, meine Freunde. Ich habe hier ein aktives Vereinsleben als Feuerwehrmitglied. Und das möchte ich einfach fördern, so wie es jetzt ist, und unterstützen, auch als Stadtpolitiker. Welche Themen liegen dir für die kommende Legislaturperiode besonders am Herzen? Man hat es vielleicht schon rausgehört, es geht mir hauptsächlich um Familien. Das geht bei dem Straßenverkehr los. Wie kommen meine Kinder sicher in den Kindergarten und in die Schule? Das geht über die Betreuung, dass man vernünftige Betreuungsplätze hat, die auch bezahlbar sind, qualitativ aber hochwertig. Ich möchte hier in Kirchhain ordentlich mit meinen Kindern oder auch für die Kinder einkaufen können. Das sieht momentan alles ganz gut aus. Es gibt ein Freibad, was es zu erhalten oder es erstmal zu modernisieren gibt. Ja. Erläutere, welche deiner Fähigkeiten du wie am besten als Stadtverordneter dabei einsetzen möchtest. Ich bin, würde ich sagen, in Kirchhain zumindest über die Feuerwehr ganz gut vernetzt mit über 80 Kameraden. Ich habe 3 Kinder, wo man sich über die Eltern ganz gut einbringen kann, beziehungsweise auch so ein bisschen in die Bevölkerung reinführen kann, wo dran hakt's. Und das versuche ich einfach ins Stadtparlament zu bringen. Also meine Erfahrung als Familienvater, aber auch meine Lösungsansätze für diese vielleicht dann daraus resultierenden Probleme oder solches, würde ich dann doch gerne im Parlament zum Ausdruck bringen. Auf welchem Spruch oder Satz reagierst du allergisch? Ich bin kein Nazi, aber. Okay. Jahr 49 oder Wald statt Asphalt? Mittlerweile relativ emotionslos. Also nach, ich glaube, 40 Jahren oder mehr ist das Ding so langsam entschieden und man sollte diesem demokratischen und auch gesellschaftlichen Prozess jetzt endlich mal Rechnung tragen. Wobei ich aber auch dazu sagen muss, ich bin kein Gegner der A49, aber ich glaube, die letzten 10 oder 15 Jahre, wenn da der Prozess begonnen hätte, man hätte ihn nicht bis zum Ende durchgedacht, weil das Verständnis für den Straßenverkehr und für die Natur sich in den letzten Jahren doch deutlich gewandelt hat, im Gegensatz zu den 70er Jahren, wo das Thema vielleicht zum ersten Mal aufgekommen ist. Für welche nationale oder internationale politische Persönlichkeit würdest du gerne aktiv Wahlkampf betreiben oder hättest es und warum? Das glaube ich wäre Willy Brandt damals gewesen, weil er einfach viele Sachen damals schon gemacht hat, die umstritten waren. Kniefall von Warschau oder auch so Sachen wie die Anerkennung der Westgrenze Polens, die heute als selbstverständlich erachtet werden, aber es ist, glaube nicht auszumalen, was in den Ende der 80er passiert wäre,
wenn Deutschland und Polen auf einmal eine gemeinsame Grenze gehabt hätten, aber keine Einigung, wo diese Grenze gelegen hätte, ob es dann überhaupt eine Wiedervereinigung gegeben hätte. Und er war seinerzeit das beste lebende Beispiel dafür, dass man Bootsflüchtlinge, welches er war, nicht einfach auf offene Meer wieder hinauszieht, sondern dass aus so einem Boot...